Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute möchten wir euch mal zeigen, wie man aus so einer fünfadrigen Gummileitung ein Verlängerungskabel erstellt, mit Hilfe von diesem Stecker und dieser Buchse. Wenn euch das interessiert, dann bleibt gerne dran. Los geht's. Hier als erstes mal unser Kabel. Wie ihr sehen könnt, das ist ein H07 RNF 5G 2,5. Das ist eine Gummischlauchleitung und die verwenden wir, da die auch mechanischer Belastung ganz gut standhält und außerdem auch im Außenbereich eingesetzt werden kann. Dieses Kabel, so ein H07 RNF, wird auch für Baustrom, Verkabelung und so weiter verwendet. Zum Start oder bevor es losgeht, müssen wir natürlich unser Kabel abisolieren. Da könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr solche Gummileitungen abmantelt. Also nehmt ihr da vielleicht so ein Cuttermesser her oder so ein Kabelmesser. Wie macht ihr das? Wie geht das am einfachsten? Bei uns ist es immer, je nachdem, was wir gerade zur Hand haben, machen wir es mit einem Cuttermesser oder mit einem Kabelmesser. Bei einem Cutter muss man natürlich dazu sagen, da muss man schon auch sehr gut aufpassen, dass man da nicht zu weit einschneidet. Aber es geht auch sehr gut, wenn man das im Gefühl hat. Wir starten. Hier müssen wir unser Kabel 50 mm, also 5 cm weit abisolieren. Das ist so von Mennekes empfohlen. Machen wir. Wir nehmen auch hierfür jetzt unser Kabelmesser, legen das Kabel mal rein und drehen das Ganze hier 2-3 Mal rum. Und dann ziehen wir es nach vorne ab. So, jetzt können wir hier nochmal reingehen mit unserer Klinge, das Ganze aufmachen. Und dann kommen auch schon die Drähte zum Vorschein. Die hier mal ein bisschen sauber machen. Hier innen drin sieht man noch etwas, das man rauszwicken kann. Das ist nur für die Stabilisierung des Kabels zuständig. Das brauchen wir jetzt nicht in unserem Stecker, das kann rausgezwickt werden. Dann haben wir noch unsere 5 Drähte, ganz normal. Gelb, grün, blau, braun, schwarz und grau. Und ja, dann können wir auch direkt mit unserem Stecker loslegen. Hierfür schrauben wir diesen mal vorne auf. Dann haben wir das Unterteil. Da schieben wir jetzt als erstes mal unser Kabel durch. Nicht, dass wir hier den Stecker fertig machen und dann hier das Unterteil vergessen haben. Das wäre blöd. Da müssen wir nämlich alles nochmal machen. Also ganz wichtig, einmal hier das Kabel durchschieben. Und dann können wir auch schon loslegen. Zeige ich euch auch hier eine Besonderheit von diesem Mennekes-Stecker. Hier benötigt ihr keinerlei Ader-Endhülsen oder sonst irgendwas. Also wir müssen auch die Drähte nicht abisolieren, sondern die werden einfach nur in die Klemmen gesteckt und zusammengedrückt. Ich kann euch hier auch mal diese Anschlussklemme von innen zeigen. Also da seht ihr hier dieses Schneidmesser ganz schön. Und dann sehen wir hier die Klemme und durch das Reindrücken wird praktisch der Draht hier eingeschnitten und der Kontakt entsteht. Machen wir das mal wieder zu. Wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Wir haben hier auch die Vorgaben, wo was hin soll. Einmal farblich gekennzeichnet und auch nochmal hier beschrieben. L1 braun, L2 schwarz, L3 grau, blau ist N und der grüne hier ist unser Schutzleiter. Gut, man sieht auch, der Schutzleiter steht hier vorne etwas heraus im Vergleich zu den anderen Klemmen. Das hat den Grund, falls unsere Zugleitleistung aus irgendeinem Grund her nicht mehr gewährleistet ist und jemand an dem Kabel zieht, dann reißt als letztes, also dann würden jetzt in diesem Moment, würden hier die anderen Drähte rausreißen, der Schutzleiter wäre aber noch drin und erst jetzt, wenn die anderen Drähte auch draußen sind, würde sich der Schutzleiter lösen. Das ist der Grund, warum die hier ein bisschen abgesetzt ist. So, schauen wir mal, dass die Klemmen alle ganz draußen sind und dann starten wir. Beginnen tun wir mit unserem gelb-grünen und unserem Schutzleiter. Da ist ganz wichtig, wenn ihr diesen hier einführt, dass ihr darauf achtet, dass er bis ganz hinten reingeschoben wird. Ihr seht das jetzt hier auf der Kamera. So würde nicht ausreichen, sondern hier wirklich bis der hinten ansteht. Ich glaube, das kann man ganz gut erkennen. Wenn ihr soweit seid, dann könnt ihr es gerne irgendwie am Boden abstellen oder so. Immer darauf achten, dass der Draht auch wirklich bis ganz vorne drin bleibt. Dann nehmt ihr irgendwas, einen Schraubenzieher zum Beispiel, und drückt die Klemme zu. So, wirklich bis das Ganze einrastet, das hört man dann schön und dann könnt ihr nochmal dran ziehen. Es ist wirklich fest drin und ihr seht auch, hier vorne seht ihr noch unseren Draht. So, das Ganze macht ihr jetzt nochmal 4 Mal mit unseren anderen Drähten.
Schon, ich zeige euch das nochmal. Also weiter geht's mit dem blauen. Darauf achten, dass der ganz vorne drin ist. Nehmt euch wieder was zum Reindrücken. Zack, drin ist er. Dann nehmen wir den grauen. Bis vorne hinein und ebenfalls wieder zudrücken. Dann haben wir hier noch schwarz und braun übrig. Einlegen und wieder zudrücken. So, jetzt habt ihr gesehen, so sollte es nicht laufen, ist der Draht rausgerutscht. Ist aber kein Problem, ihr könnt hier mit einem Schraubendreher reingehen und die Klemme wieder nach vorne drücken. Und dann machen wir das Ganze einfach nochmal. Hier den Draht reindrücken, bis ganz nach vorne. Und dann die Klemme mit Hilfe eines Schraubendrehers nach unten schieben. Jetzt haben wir hier noch unseren braunen Draht als letztes. Den führen wir ebenfalls in die Klemme ein. Schauen, dass der ganz vorne anliegt. Und wenn dem so ist, dann nehmen wir wieder unseren Schraubenzieher zur Hilfe und drücken das Ganze zu. So, jetzt können wir noch mal ganz kurz rangehen und schauen, ob auch wirklich alle fest drin sind. Dem ist so. Jetzt nehmen wir unser Unterteil, schieben das Ganze nach vorne und verschrauben es. Also wir drehen auch hier das Unterteil, nicht das Oberteil, sonst würden wir hier die ganze Zeit das Kabel verdrehen. Also schrauben das Unterteil auf das Oberteil rechts rum drauf und dann sehen wir auch schon hier diese Nut. Bis hierher schrauben wir das Ganze und dann können wir das schwarze Teil nach vorne schieben und dann rastet es somit auch ein. Jetzt aber auch noch ganz wichtig, hier unten die Zugentlastung. Diese müssen wir ebenfalls zudrehen, damit unsere Drähte nicht mehr rausgerissen werden können. Also unser Kabel wirklich fest mit dem Stecker verschraubt ist. Merkt ihr schon, es geht jetzt immer schwerer und dann könnt ihr hier nochmal testen, ob sich da noch was bewegt. Und wenn nicht, wie in unserem Fall, dann ist der Stecker fertig. Jetzt haben wir das Ganze nochmal für unsere Kupplung. Das ist im Endeffekt das gleiche in grün oder in dem Fall in rot. Und ja, ich zeige es euch jetzt auch einfach nochmal. Also wieder hier vorne den Deckel aufschrauben. Sieht innen drin genau gleich aus. Hier auch wieder mit der Zugentlastung genau dasselbe. Also unser Kabel nehmen wir wieder 5 cm. Ihr könnt es auch ein bisschen, ihr könnt auch 7 cm nehmen. Ihr müsst bloß aufpassen, dass euer Kabel dann später nicht hier unten rausschaut. Also es muss mindestens, ihr seht das hier innen drin, das muss mindestens, der Mantel muss so weit hier reinstehen mindestens. Ansonsten funktioniert das mit der Zugentlastung nicht mehr. Weil wenn man das hier zudreht, dann seht ihr auch, wie sich das hier zuschraubt. Auf dem Video könnt ihr es jetzt ganz gut erkennen. Ich drehe, drehe, drehe und durch das Zugschrauben ist dann unser Kabel fest drin. So, man kann das Ganze auch wieder aufschrauben. Genau. Also aus diesem Grund 5 cm abisolieren, nehmen wir unseren Meterstab und unser Kabelmesser, setzen das Ganze nochmal an, drehen hier zweimal rum. Also wenn ihr hier einen anderen Vorschlag zum Abmanteln habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sind da sehr offen und freuen uns immer auch über Tipps von euch aus der Praxis. Nehmen wir den Mantel runter, nehmen uns die Drähte hier und dann können wir hier in der Mitte das Ding nochmal rausschneiden. Das brauchen wir nicht, stört uns nur. Aufpassen, dass ihr die anderen Drähte dabei nicht beschädigt und gut ist. Jetzt nicht den Fehler machen, der schon häufig wahrscheinlich jedem Elektriker auf der Baustelle passiert ist, uns auch, dass ihr jetzt vor lauter Elan euren Stecker gleich anschließen wollt, ohne das Gehäuse hier drüber zu schieben. Dann müsst ihr nämlich alles nochmal machen. Das wollen wir nicht. Deswegen als erstes wirklich hier das Gehäuse drüber schieben. Dann ist das schon mal aufgeräumt und wir können es nicht mehr vergessen. Jetzt starten wir mit dem Schutzleiter. Genau das gleiche Spiel wieder. Die Klemmen sind ebenfalls wieder farblich gekennzeichnet und auch hier beschrieben. Und ja, hier nehmen wir den Schutzleiter, gehen rein, wie ihr sehen könnt, wieder bis ganz vorne ran. Legen das auf dem festen Untergrund ab, schauen, dass wir vorne drin sind. Und dann drücken wir mit Hilfe des Schraubendrehers den Draht hinein. Es geht ziemlich streng, aber dadurch hält es auch.
Wie rum wir weitermachen, ist eigentlich egal. Könnt ihr machen, wie es euch gerade am besten passt. Wir nehmen jetzt hier den blauen, schieben den wieder rein. Drücken das Ganze fest. Nehmen wir hier den grauen, wenn der sich hier gleich anbietet. Bis ganz nach vorne, das ist das Wichtigste bei dieser Art des Steckers. Dann noch den schwarzen. So. Und zu guter Letzt unseren braunen Draht. Wie vorhin auch schon, kurz nochmal den Zugtest bei jeder einzelnen Ader durchführen, ob alle auch fest drin sind. Wenn dem so ist, dann könnt ihr jetzt euer Unterteil nehmen, dieses auf den Stecker schieben oder auf die Kupplung schieben und wieder das Unterteil hier rechts rum drauf drehen. Und hier vorne haben wir wieder unsere Nut. Das ist hier auf der 6 Uhr Markierung des Steckers. Bis dahin drehen wir das Ganze. Und dann können wir hier unseren schwarzen Schieber reindrücken und das Ganze ist fest. Wenn ihr das wieder aufmachen wollt, dann einfach mit dem Schraubenzieher hier reingehen. Wirklich darauf achten, dass es komplett wieder raus ist. Dann könnt ihr es wieder aufdrehen. Aber das wollen wir jetzt nicht. Wir wollen es zumachen. Also den Clips wieder rein. Und auch bitte hier nochmal darauf achten, nicht die Zugentlastung vergessen. Die schrauben wir ebenfalls wieder rechts rum zu. Man merkt schon irgendwann, es geht schwerer. Und dann könnt ihr hier nochmal testen. Hier bewegt sich nichts mehr, also das ist fest. Jetzt haben wir hier eine schöne Verlängerung gebastelt. In unserem Fall ist sie auch 25 Meter lang. Und ja, so einfach geht das grundsätzlich mit dem richtigen Werkzeug und dem richtigen Material. Wir haben euch auch Werkzeug und Material in der Videobeschreibung verlinkt, falls da Interesse besteht. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst gerne ein Like da, schreibt was in die Kommentare, abonniert unseren Kanal. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Also, bis dann. Ciao.